Ich bin bereit. Wunderbar, wenn wir gewinnen, können wir eine Riesenparty veranstalten, um das Gottesgewächs und unseren Sieg über die Bösewichte zu feiern. Der macht bestimmt jetzt hier alles kaputt. Okay, extra eine Mauer gebaut. Welche Rasse? Wieder ein Husky. Aber diesmal ein Reinrassing. Also beide Eltern waren, sind sibirische Huskys. Unser erster Hund ist ein halb Sibire und ein halb Malamut. Sieht man auch am Fell und alles. Richtiger, flauschiger. Und der Kleine ist einfach schwarz-weiß, richtig niedlich mit blauen Augen. Und stolpert immer. Ja, sehr witzig. Richtig niedlich. Die haben schon wieder alles kaputt gemacht. Meine Güte! Na super, jetzt komme ich nicht mehr hoch. Hat der toll gemacht. Nee, ist falsch. Wahrscheinlich wird gerade alles kaputt gemacht oben. Denke ich mir genau. Ich glaube, das geht schneller, als was ich jetzt versuchen möchte. Dann frag, wo du wohnst. In Berlin. Nehmen was essen. Okay, Killer. Ich muss mal kurz scrollen, ich schreibe gerade viel. Dass sie nicht Benzin, der will auch ein Husky. Kann ich absolut nachvollziehen. Aber die sind sehr, sehr anstrengend. Da muss man echt Nerv und Geduld haben und auch viel Zeit sich um den kümmern. Wir müssen uns das alle aufteilen und wir sind trotzdem alle ripp. Sind halt sehr, sehr verspielte, kleine, sture. Aber wenn man die dann erzogen hat. Man kann ihm nicht mal böse sein. Wenn man den in die Augen schaut und er guckt einen total niedlich an, dann ist alles wieder vergessen. Einfach alles. Diese kleinen Biester. Aber der Keller ist schön kühl. Ja, unten ist es so oder so kühler als hier oben. Hier würde der Hund eingehen. Deswegen ist er auch nicht hier. Unser ausgewachsener Husky schnuppert den immer an und geht den immer aus dem Weg. Er ist ihm noch nicht so geheuer. Er muss den erst noch ein bisschen, weiß ich nicht, beschnuppern anscheinend und dann irgendwann akzeptieren. Also er tut nichts, er geht dann einfach nur aus dem Weg und der Altersunterschied ist halt extrem, ne? Weil der wird dieses Jahr 10 im September und unser Welpe ist 10 Wochen alt. Angenommen, man nimmt ein Paket an. Hat man dann angenommen, man nimmt ein Paket an oder ist es die Annahme eines angenommenen Pakets? Was? Shadow, was? Lass mich in Ruhe mit sowas. Willst du mich wieder verwirren? Hast du geschafft. Ich bin dazu gar nicht. Ich habe so einen Matschkopf. Ich bin richtig brei und er kommt mir mit sowas an.
Das ist tief, finde ich. Ja, das ist sehr anstrengend. Für jemanden, der seit Samstag kaum gepennt hat. Ach ja. Wow, jetzt mal diese Schoten. Ja, wollte ich. Ja, ist mir klar. Ist mir sowas von klar. Wunderblick funktioniert bei mir nicht. Soll ich ihn dir mal geben? Der kriegt mich auch weich. Obwohl ich das nicht möchte. Hä, bist du Ben? Nein, was? Der Keller ist dein Verhängnis. Ja, das stimmt. Aber du hast doch gefragt, Ben will wissen. Würdest du nach... Was? Hast mich verwirrt. Ich glaube, Felix weiß gerade nicht, wer Ben ist. Der Kleine, Dark, der Kleine wird gerade noch pennen. Wenn meine Mutter noch nicht geschrieben hat, wird er gerade noch schlafen. Und wir sind gerade froh, dass er pennt. Weil wenn er wach ist, dann legt er wieder los. Außerdem ist mein Zimmer gerade zu warm. Ich werde ihn vor die Cam holen, aber ich glaube, das wird heute nicht klappen. Aber ich werde ihn euch mal dann zeigen. Ich muss ihn dann halt die ganze Zeit tragen, wenn er keinen Bock hat. Eigentlich lässt er sich gerne tragen. So ein kleiner... Es ist süß, wenn man ihn tragen kann. Hat der Hund auch einen Namen? Ja, er heißt Tenchi. Das heißt kleiner Engel. Also heißt Engel, aber... Er ist das Gegenteil. Er ist ein Teufel! Jetzt bin ich auch verwirrt. Aber Dark, ich werd ihn euch noch zeigen, keine Sorge. Aber ich bin auch gerade froh, dass er schläft, weil wenn ich ihn jetzt wach mache, kann ich direkt Gassi gehen. Ne? Laien momentan noch, ja. Engel nie im Leben. Nee. Nee, ist er wirklich nicht. Er ist ein kleiner Frechdachs. Aber er ist halt auch total niedlich. Was doch, du bist so rot wie der Teufel, Haare und er ist der Teufel. Ja. Wenn er ihn anschaut mit dieser schwarzen Maske und dann diese blauen Augen. Ist sehr süß, aber könnte auch beängstigend wirken. Ben ist Maeve, mein Freund. Genau. Okay, so. Aber keine Sorge, denn wir sind allesamt Erbauer. Überlass die Reparaturen uns. Wir werden hier in 0, nichts alles wieder instand setzen. Ist doch gar nichts kaputt, so wirklich. Aber es war doch gar nicht so wirklich kaputt. Der nächste Kampf. Mal kurz kacken, so. Und kurz trinken. Viel trinken. Heißt dein Freund jetzt Ben oder Maeve? Er heißt Ben und sein Twitch-Name ist Maeve, genau. Richtig. Haben wir es jetzt? Das ist schlimm, wenn Sachen durcheinander kommen oder man missverstanden wird. Das kann anstrengend sein, ne? Ich hoffe, ihr habt es jetzt alle verstanden. Hä? Also Felix. Mike und Pikachu hat einen Freund und der heißt Ben. Und auf Twitch heißt er einfach Maeve. So. Ende. So wie du, Felix, hier auf Twitch, ich bin Keklos heißt. Du musst groß, ich müsste auch mal schlafen gehen.
Ah, jetzt hat's Klick gemacht. Hast jetzt verstanden, gut. Ich müsste jetzt dieses SpongeBob, diesen Erzähler, diesen Sound haben. 3 Stunden später. Das wär lustig. Liza Scarlett heißt ja auch nicht den Real Liza Scarlett, sondern Lisa. Richtig. Richtig. Wenn ich Ben heißen würde, würde ich wohl Ben heißen. Was? Ben heißen? Aber ich heiße nicht Ben. Ich habe einen Namen, den die meisten nicht haben. Ich muss jetzt auch mal gehen, ne? Also, Shadow. Also wirklich. Spüre den, so richtig in deine Magen gehend. Vielleicht heißt sie aber auch Ersa. Nee, ich will nicht Ersa heißen. Ersa ist schon vergeben. Damit hätten wir alle seine Handlanger erledigt. Jetzt taucht der Boss wohl endlich persönlich auf. Wenn wir ihn besiegen können, gehört das Lebensblatt uns und die Kinder Hagons werden wissen, dass ihre Tage auf dieser Insel gezählt sind. Im Kampf könnten die Häuser und vielleicht das Gottesgewächs Schaden nehmen, aber die bauen wir wieder auf. Wir müssen unsere volle Energie aufwenden, um den Stinkaffen zu besiegen. Du hörst meine Sounds nicht? Warum hörst du... Du hast Patrick auch nicht gehört. Den hat man nicht gehört, wartet mal. Oh. Ich weiß das Problem. Ich habe davon mein Headset ausgesteckt und wieder eingesteckt, ne? Und da, ja. Da kommt mein OBS dann immer raus, durcheinander. Hatte ich vorhin schon gesagt. Ja, das habe ich dann nicht mitbekommen. Okay, gut zu wissen. Dann stell dir den Punch-Sound vor. Weil ich müsste jetzt OBS neu starten, weil irgendwie kommt mein Headset und OBS immer durcheinander. Ich weiß nicht warum. Du hast es sogar vorgelesen. Ach, wirklich? Ich habe gesagt, ich bin total übermüdet. Ich habe gesagt am Anfang schon, falls irgendwas komisch ist oder so, ihr wisst Bescheid, ich bin einfach nur total übermüdet. Ich habe Augenringe unter den Augenringen. Wow. Ist schlimm, wenn man nichts mehr mitbekommt. War das jetzt ein Tutorial, how to ban mate? Ja. Critical, danke, dass du da warst und bis bald. Heißt du auf Twitch Maeve oder Maven? Maeve. Ich bin erst um 19:30 wach geworden. Also ich bin mal schlafen. Nacht, Critical, schlaf schön, träum was Schönes. Wahre Worte, Bart Bubi. Also Nero, bist du bereit, den gescheiten Gebonzen grün und blau zu hauen? Ja. Stark, ich werde nicht zulassen, dass dieser zu groß geratene Affe damit davonkommt. Er wird dafür bezahlen, nicht nur für Pastor Alls, sondern für alle auf dieser Insel. Na dann los, Nero. Verkloppen wir diesen Hohlkopf und bringen wir Leben und Licht zurück nach Grünfeld. Können wir machen. Danke, hab die Nacht durchgemacht. Ja, so habe ich auch einige Tage schon fast. Träume schönes. Erhol dich gut. Ih, was ist das für ein Emotes? Chrissy, was ist das? Was? Oh, boah! Ich dachte, ich hätte diesen miesen Unkraut entwurzelt. Jetzt finde ich heraus, dass du es wieder aufgebaut hast. Größer und widerlicher als je zuvor. Endlich etwas, das es sich zu zerstören lohnt. Ich werde euch köstlich Verzweiflung spüren lassen, damit ihr nie wieder wagt, etwas zu bauen. Ist er mit seinem Monologbett fertig? Ich würde lieber gleich zur Stelle kommen, an der wir ihn ordentlich vermöbeln.
Wir hängen uns auch voll rein, Leute. Wir lassen den Affen nicht mal in die Nähe unseres Gottesgewächses. Der ist offiziell gestrichen. Auch wenn er größer ist als wir alle zusammen. Wir lassen uns nicht unterkriegen, Nero. Maros, wir stehen und euch bei, egal was dieser Affe uns an den Kopf wirft. Wow. Da ist auch ein Schwein. Da ist auch noch ein Schweinchen dabei. Ich glaube, du hast zu viele Emotes gemacht. 18 Stück kann man machen. Aber sie hat sehr viele Emotes mit dem Kaka. Scheiße, wa? Hey, wo kommen die Bilder von meiner Achsel her? Nani! Was? Deine Schuld. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Kann man schön alle Leute aufziehen. Deine Schuld. So. Auch wenn er... Achso, das hatte ich gerade. Schön gesagt, Leute. Also gut, Leute. Zeigen wir diesen übergroßen Affen mal, was wir drauf haben. Uck, 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 uck. So sei es. Ich werde euch alle vernichten. Und das Gottesgewächs noch dazu. Alles im Namen des Hohepriesters Hagon. Also, ich hab euch gerade zu schnell gelesen. Hilfe! Wie soll ich ihn aufhalten? Oh Gott! Oh, die haben gesagt, die bauen es wieder auf, ne? Wir müssen uns was einfallen lassen. Naja, wenn Mauern nichts bringen, dann weiß ich auch nicht. Der frisst eine Banane. Okay, der schmeißt sie bestimmt nicht ohne Grund dahin, ne? Ja, ich versohl dir gleich den Arsch. Alles in Ordnung? Uff, ist schon schlimm genug, wie hässlich der Kerl ist. Aber jetzt lässt er auch noch überall diese widerlichen Bananenscheine rumliegen. Er ist sehr dumm. Warte, Bananenscheine sind rutschig, stimmt's? Ich war schon viel schlauer als du, ich habe das schon vorher herausgefunden. Vielleicht können wir sie verwenden, um ihn zum Stolpern zu bringen und ihn aufzuhalten. Das ist irgendwie total dumm. Das ist irgendwie total dumm jetzt. Ich könnte schon wieder Halloween schauen. Schon wieder. Hast du doch erst. Los, Nero, zieh deine Handschuhe über den über und schnapp dir eine. Mal sehen, ob es funktioniert. Wir ziehen uns das über und nehmen uns die lange Banane. Okay. So ein Affentheater hier, ne? Scheiße, wenn man ihren Stream schaut, denkt man erstmal so, WTF, schnell weg hier. Aber wenn man dann weiterschaut, denkt man, ist schon witzig. Und zum Schluss weiß man, sie macht sich über Bobby-Streamerin lustig. Und hat eigentlich echt was im Kopf, die liebe Milchbau. Das klingt doch sehr sympathisch. Das klingt sehr sympathisch. Und anders sein ist gut. Sowas sticht in Twitch hervor. Und ja, Bobby-Streamerin.
Über die kann man sich nur lustig machen. Oh shit. Der letzte Stream von Maeve ist noch vor dem Krieg gewesen. Hau dem Affen nicht. Aufpassen. Ist er da? Er ist erzürnt, da kommt noch her. War so klug und hab eine Mauer gebaut. Die Scheiße. Ist das eine Drecksau? Der verarscht mich hier wohl. Ich cap so viel ich will. Ja. Ja, die ist echt der Knaller, aber man merkt zwischendurch schon, dass sie sehr spielt. Ah, okay. Er wurde hier durchgeknallt. Der letzte Krieg von Maeve ist noch vor dem Krieg gewesen. So. Ja. Wir haben es geschafft. Lebensblatt. Können wir endlich hier dieses wunderschöne Gewächs abschließen. Chrissy gegen den Stream-Element-Spot. Wer wird gewinnen? Wir haben es geschafft, Nero. Wir haben den gescheiten Gebonzen besiegt. Ja, der war jetzt nicht wirklich schwer, aber... Übrigens, was war das eigentlich für ein glänzendes Ding, das du da hinten aufgehoben hast? Was? Aufbrausendes Agrovian... Was? Wie könnt ihr so fröhlich plaudern, wenn in unserer Heimat solch eine Verzweiflung herrscht? Los, Bewohner von Grünfeld, lasst uns die Schäden beheben. Ja, mach mal. Fight gegen Stream Elements. Die Meute erhebt sich. Ja, die haben wirklich alles wieder aufgebaut. Nice. Sogar die Mauer, die ich gebaut habe. Das ist cool. Das musste ich im ersten Teil alles wieder alleine aufbauen. Für nichts. Ich habe mir trotzdem die Mühe gemacht. Hört auf hier zu essen. Ich kann dir nicht genug danken, dass du uns geholfen hast, den gescheiten Gebonzen zu besiegen, Nero. Und Wilfried hatte recht damit, dass er das Lebensblatt hatte. Jetzt, da wir es gefunden haben, können wir endlich das Lebenswasser herstellen. Hier, die sind für dich.
Danke, ich habe auch nicht genug Kohlköpfe. Das sollte ausreichen, um die reine Kraft herzustellen. Achso, ich muss das nutzen. Die wir brauchen. Ich wusste, dass wir alle unsere Feldfrüchte brauchen würden, also habe ich sie gut versteckt gehalten. Der Rest liegt an dir, Nero. Bring alles rüber zur Werkbank und gewinne daraus einen Tropfen Lebenswasser. Okay. Gleich. Ich brauche noch Heilkräuter und Blätter. Willkommen zurück, Killer. Wenn die so essen, kriege ich auch wieder Hunger. Muss mal kurz was gucken, ob hier neue Sachen fertig sind. Warum ist hier Erde drin? Okay, daraus machen die irgendwie nichts. Hast du schon fertig? Nee. Gut. Killer. 18%, also wirklich. Wer ist Ben? Wie wenn mir der Hate nicht geht. Warum geht er bei dir nicht? Jetzt geht er. 16%. Dropper liebt Tenshi. Immerhin. Du hast es geschafft, Nero. Du hast das Lebenswasser hergestellt. Gute Arbeit, Nero. Dieser Tropfen Wasser enthält also die gesamte Energie der 5 Feldfrüchte Grünfelds und ist mit der Kraft des Lebensblattes erfüllt. Kohlköpfe, Weizen, Zuckerrohr, Tomaten, Kürbisse, alles in dieser schimmernden kleinen Kugel. Genau, alle 5 Feldfrüchte, die Pastor Orl hat uns anpflanzen lassen. Mit den Blumen des Pakts und den Feldfrüchten von Grünfeld können wir das Gottesgewächs endlich vollenden. Meinst du im Chat? Wer ist Tenshi? So heißt unser Hund, der kleine Welpe. Ich habe gerade ein Video geschaut, wo erwähnt wurde, dass minus 4 Grad wie ein Mensch aussehen, der auf dem Klo sitzt. Was? Was? Hä? Nochmal. Wow. Ich liebe Huskies und erst recht diese strahlenden hellblauen Augen. Ja. Ja, jetzt haben wir 2 davon, die so eine richtig geilen Augen haben. Wir hatten gerade eine schwere Geburt damit. Zu erklären, wer Ben ist, ja. Es tut mir leid, okay. Manchmal ist man einfach Missverständnisse. Manchmal passiert das. Aber es war schon lustig mitzulesen. So, die überlassen uns die Ehre. Dankeschön, haben wir uns auch verdient.